Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. So, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich bin noch im Sprung gewesen vom letzten Part. Ich will aber ganz kurz erwähnen, ich bin immer noch bei der Jagdaufgabe. Und wenn ich sie jetzt nicht in voraussichtlich den nächsten drei Parts komplettiert haben sollte. Ja, nächste drei Parts, ne? Ihr wisst Bescheid. Könnte wieder länger werden. Dann mache ich definitiv eine andere Mission hier drin, ne? Also in diesem Bereich. Somit. Ja, werde ich schon im Summe der Aufgaben, die noch da sind, ja nicht begrenzt sein, weil ich habe noch ganze. Moment. Ja, doch, ist schon richtig. Ich habe noch ganze, wie ihr seht, sieben andere Missionen. Acht, wenn ich die mitzähle. So, haben wir dann insgesamt neun. Nee, aber Spaß beiseite. Auf jeden Fall kann ich auch noch eine andere machen im Fall der Fälle, wenn das jetzt hier nicht langsam mal hinhaut. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich wollte jetzt erstmal zu sehen, da ich zum Catcher Boat komme. Ich weiß nicht, soll ich mir mal Schrotmunition auch bei Zeiten kaufen? Oder vielleicht einfach die Schroten ein bisschen weniger benutzen? Nein, Spaß, also. Sag mal, warum ist jetzt in letzter Zeit so oft, wenn ich hier gerade reinkomme, so ein Viech direkt hier vorne? Ah, sehr schön. Deswegen. Ach, das Ding heißt sogar Catcher Boat. Okay, hab nichts gesagt. Ich wollte eigentlich immer nur einen Witz machen, aber das Ding wirklich Catcher Boat heißt, ist ja dann sowieso, ja, nicht mehr auf Witzbasis möglich. So. By the way, ich merke schon, dass Kronk sich auch wacker schlägt. Auch wenn er bei einer Folge komplett am. Ja. Am Echo vorbeigefahren ist. Dreimal, viermal so, ne? Also. Will ja nichts sagen, ne? Aber. Kronk, da ist ein Echo auf dem Boden, wo der dementsprechende Wachmann, in Anführungszeichen, was aufgenommen hat. Vielleicht solltest du da mal reinhören bei Zeiten. So, jetzt Spaß beiseite. Wahrscheinlich kommt das auch schon viel zu spät. Wahrscheinlich hat er da reingehört. Aber trotzdem, das war halt auch so eine Sache, wo ich mir auch schon wieder denke, nein, wie kommt denn das? Warum kriegt er das nicht mit? Vorher ist er exakt zweimal sogar rübergefahren über das Teil. Aber so richtig. Dass du das Vieh erledigt hast. Es hat meine Mama gefressen. War nur Spaß. Ich hab sie gefressen. So, das waren jetzt zwei an einem Spot. Und tschüss. Sehr schön. Mein Death-Counter geht auch immer höher. Schluppi.
noch zwei dieser komischen Ausschaltungen finden und dann habe ich da auch schon wieder Badass Tokens übrig. Apropos. Nee, okay. Da auch nicht, ne? Nee. Wäre mir sonst angezeigt worden. Stimmt auch wieder. Moment. So, dann will ich mal gucken, ob jetzt noch oben noch eins ist. Ansonsten mache ich direkt wieder speichern raus rein. Wie gesagt, ich will das halt ganz kurz einfach mal auch abkürzen irgendwie. Ihr wartet ja schließlich auch schon seit 5 Folgen, glaube ich jetzt mittlerweile dann, dass ich endlich damit durch bin mit dieser einen Aufgabe hier. Und die frisst echt viel Zeit, weil ich könnte genauso gut die anderen Nebenmissionen hier machen. Und würde wahrscheinlich genauso viel erreichen. Also, ich bin hier schon echt lange drinne. Jetzt weiß ich aber auch, warum die selten oder bedroht genannt werden. Weil die halt echt super selten auch vorkommen erst. Nur, meine ich. Erst allein schon. Denkt auch, du mich auch. So. Da ich ja nicht mehr mit runterfahre, sondern einfach wieder Speicherladen mache, ja, genauso gut als auch einfach so lassen, ne? Ja, doch. Von daher. Nur zwei? Korrigiere drei, aber kein Rosenna. Wie lange das noch nachhalt und Lebensleiste? Okay. Dann egal, dann gehe ich hier wieder an den Schrank. Hinten auch nochmal und dann. Ja. War es das auch schon wieder? Dann springe ich wieder rein und raus. Also raus und rein. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, ihr seht ja, ich bin ja jetzt bei 4 von 8. Insgesamt gibt es noch. Moment, ich habe was schon gesagt, tut mir leid. Insgesamt sind es ja 13 Viecher an der Zahl, die ich insgesamt haben muss. Und ja, da ist es dann doch ganz einfach besser, wenn ich sage, okay, ich mache das so. Oh Gott, ja, ist ja in Ordnung. Raste nicht aus, Vampir. Moment, haben wir jetzt zweimal den Vampir gehabt? Lol. Das heißt, der ist weniger selten. Der Medizinmann, also dieser Vampir-Medizinmann. Okay, Steine ist mal eine Abwechslung. Und weil es so schön war vorhin. Hui. Kann man ein bisschen prima Thumbnails mitzaubern, wenn ich das Hub auskriegen würde. Ja, wenn ich das Hub mit auskriegen würde. So, Moment. Einmal recken, einmal strecken. Einmal den Rücken wieder korrekten. Was? Na, egal. Ihr wisst, was ich meine. So. Ah, da fällt mir gerade was ein, wo ich das Ding öffne. Keine Ahnung, wo ich schon wieder den Skin her habe, Mann. Ich kann ja bei Zeit nochmal gucken, was das jetzt für Skins sind. Nicht, dass es irgendwie richtig relevant wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann es einfach mal im Auge behalten. So.
Ach stimmt, der in der Innenseite hier drin ist, spawnt. Der wird das wahrscheinlich sein. Der hier spawnt, ne? Wo ich gerade dran vorbeigefahren bin. Dann erklärt sich das ja alles. So. Ich hole wieder erstmal auf der Seite die Prüfung. Na super, fahr erstmal voll gegen solche Kästen. Moment, habe ich 200 etwas 1000? Ich glaube, ich muss mal wieder zum Mocky und ein bisschen spielen. Okay, irgendwie bin ich noch nicht ganz satt von der Pizza. Ich glaube, ich mache mir nachher noch einen Toast mit Salat, Zwiebeln, Stück Wurst, Stück Käse. Ne? Eigentlich schon ein Stück. Scheibe heißt das ja. Und dann ab dafür. Würde ich schön fett mit Salat belegen, aber dann auch. Und wie gesagt, da ich nicht weiß, ob man Champignons roh isst. Und da lasse ich das momentan noch. Also roh essen kann. So, Burg, Burg. Bei der Schockburg. Weiter ist nicht, okay. Dann fühle ich mich jetzt schon geschockt. Okay. Was ist jetzt mit hier, mit der Ecke? Burg Baby. Großer Borg, na also. Borg Baby. Oh, da das Feuer, Borg. Na gut, auch nicht jetzt so drastisch. Aber immerhin haben wir den Rosanen ganz gut nochmal abgesammelt. Da ich sowieso immer kaufen gehe. Baby, Burg. Gut, das war es jetzt auch schon wieder. Allen schon. Und noch ein Skin. Ich krieg diese Skins auch wie so Smarties zugeworfen. Oh, okay, aber den kann ich verkaufen. Sehr schön. Ja, klar. Und soll ich sonst jetzt eben speichern und laden und einfach hier hin immer fahren? Achso, das war jetzt den ich schon mal entdeckt habe. Egal. Keine Ahnung, ich fahre lieber nochmal rüber. Immerhin kriegt da die zwei, drei netten Schränke, Truhen, Gefäße, ihr wisst, was ich meine. Okay, geht. Mann, ich war doch nicht. Dreimal ging er jetzt. Ne, viermal ging er jetzt aus, ne? Dabei bin ich nirgends gegengefahren oder sonst was. So, wenn wir Glück haben, ist da noch ein großer Burg. Ansonsten heißt wieder speichern, laden. Ihr kennt das Lied ja jetzt. So, und in knapp 2 Stunden, ne, das ist 3 Stunden sein, kann ich bei Pokémon schon wieder ein neues Pokémon kriegen für einen Snapshot. Hab die Funktion selten genutzt, aber jetzt, wo halt das gereiht hab, wozu die manchmal gut sein kann, ja, dann tut man es doch häufiger benutzen. So, das ist ein normaler. Das ist auch nur ein normaler. Also kein rosaner, meine ich halt im Endeffekt.
Ach komm, dann schmeiß ich da eine Granate rein. Granate raus! Ah, da kommen ja dann welche raus. Das war nicht so schwer. Ach, jetzt habe ich den Schrank da oben vergessen. Moment. Geht sofort weiter quasi. Oh, ich sehe gerade, dass mein Handy-Akku schwach wird. Dann beende ich mal das Ganze alles hier im Hintergrund. Braucht er jetzt nicht mehr drauf gucken, weil da wird anscheinend niemand mehr jetzt großartig noch irgendwas machen. Bin da nämlich momentan in der Arena auf unserer Ecke drinnen und ich gucke da ganz gerne drauf, ob da gerade irgendwie Kampfanimationen gestartet werden, damit ich weiß, ob da jetzt sich jemand doch noch traut, das zu übernehmen oder nicht. So, aber momentan anscheinend ja nicht. Könnt ihr jetzt den Timer auf den Handy nutzen, weil ich benutze es ja jetzt sowieso nicht mehr für irgendwas anderes. Oh ja, der Schaden fress und lauf schneller Trick funktioniert immer noch. Oh, Alter. Was ich für ein Speed bin. Komm, komm, komm. Oh, Granaten und Schild. Schild wird direkt angelegt, weil es besser ist. Moment, das Schild ist besser? LOL. Ich habe ein besseres Schild endlich. Allgemein kriege ich ja nochmal Plus auf das Schild von meinen Badass-Tokens. Aber alter Verwalter. Das ist krasse Masse. So. Komm, komm, komm. Nix, nix, nix. Und auch nix. Und ich habe die Pistole sogar in der Hand. Nur mal so nebenbei. So, dann machen wir wieder das schöne Spiel. Einmal speichern und beenden. Und dann wieder rein. So. Nöp, 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 nöp. Moment. Ah, egal. Schüpp. Nöp, nöp, nöp. Mein altes Schild. Und mein neues Schild. Bitte einen Stern dranhängen. Danke. Sehr schön. So weiß ich dann auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ausmiste. Mein Inventar, wenn ich mehrere Schilde gekriegt habe, wie viele Male ich das auch gewechselt habe. Weil ich setze jetzt dann immer einen Stern an das, was ich ausgerüstet habe. Und nicht an das, was ich im Inventar selber habe. So. Momentan kriege ich auch nicht von irgendwelchen Personen mehr irgendwelche Special-Waffen. Ich muss mal zusehen, mit meinem Iridium voranzukommen, weil dann kann ich auch natürlich wieder zum Schwarzmarkt drüber bei Sanctuary und da noch das ein oder andere holen. So, gucken wir wieder erstmal auf der Seite. Nein, Pistole bitte ausrüsten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit einer Pistole am schnellsten laufe. Kann mich auch täuschen. So, auf jeden Fall brauche ich noch drei rosane Borgs mindestens. Bei der Säure-Ding. Borg normal. Folgt er mir jetzt? Nee, okay, er hat mich nicht gesehen.
Sehr schön. Dann schon mal den Panzerwerfer, wollte ich gerade sagen, den Raketenwerfer. Oh, ich habe selber nicht dran gedacht zu kaufen. Borok. Borok Baby. Dann nehme ich für die erstmal nur Schrot. Granate und Schrot, besser gesagt. Gepanzerter Borok. Okay, nochmal Granate. Sehr schön. Aber leider kein Rosaner. Spricht dafür, dass ich jetzt noch ein bisschen länger hier suchen muss. Oder? Ist auch nur ein gepanzerter. Ach, hier vorne sind auch welche. Okay. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, auf irgendwas zu treffen, was ich dringend brauche. Und da ist er doch auch schon. Und da ist er auch schon wieder weg. Noch einer! Sehr schön. Ich bin fast an meiner eigenen Spucke erstickt. Das hasse ich. Ja, das kenne ich. Oh, habt ihr das auch, wenn ihr mal irgendwie mega lachen müsst, weil irgendwer wieder mal einen richtig guten Witz rausgehauen hat und ihr dann beim Lachen auf einmal dann Schluckreflex kriegt? Keine Ahnung, vielleicht bin ich nur der einzige Mensch, aber mir passiert das tatsächlich auch häufig. Ist halt einfach mega fies, dass das überhaupt passiert. Okay, Granatengespamme ist natürlich nicht die Lösung, aber... Ist gerade das ein... Was? Die brauchen noch? Okay. Und hier nochmal zwei hinterher. So, ab dafür. Kannst du mir mal an meine Füße fassen? Lass mich doch nicht von denen zusammenkloppen. Drei Skins. Ein Schild. Ein unnötiger Schadennehmer hier. So, aber das war jetzt leider kein Rosaner. Ich kann ja, da ich ja sowieso gerade noch auf der Ecke bin. Nee, da hinten sind ja eh keine mehr, ne? Nee, okay. Dann renne ich doch nochmal zurück und wir gucken jetzt noch, ob bei den Höhlen einer ist. Diesmal nämlich eh nur Schrank und Kiste mit und spring nicht noch extra runter. Obwohl es halt immer nahe liegt. Ach, keine Ahnung, ich mach's trotzdem. Ich muss einmal auf die Zeit auf jeden Fall noch gucken, weil ich glaube, wir sind schon wieder gut bei der Zeit. Wo ich gleich mal einen Cut mache. Deswegen gucke ich mal ganz kurz nach. Okay, ja. Ein paar Minütchen haben wir noch. Und mit paar, ihr wisst, was ich meine. Da meine ich immer so, dass ich sage 2-3 Minuten und dann am Ende es 5-6 Minuten werden oder mehr. Je nachdem, wie schnell ich jetzt von A nach B komme und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich hatte Vorfahrt, Cabron! Das Einzige, was ich dann gleich noch mache, ist einmal speichern, wieder rein und dann halt mir meine Entbehrung zu holen. Dementsprechend natürlich auch nochmal Munition aufzufüllen. Ach ja. Okay, ich kann mal Ventilator ein wenig ausmachen, das wird nämlich echt extrem kalt. Gottes Willen. Kalt im Sommer, ihr glaubt es nicht, naja. Aber es ist tatsächlich kühl. Boah. Frier hier schon sogar. So, komm. Mach hinne. Mach hinne. Los. So, keine Ahnung. Ein bisschen hetzen muss man ja. Was steht da überhaupt dran? Etwas, was ich nicht lesen kann, ne?
Keine Ahnung, irgendwas soll da auf jeden Fall dran stehen, das weiß ich definitiv. Keine Sorge, das Borderlands-Symbol habe ich schon geholt. Könnt ihr in einem der Parts sehen. Ich weiß jetzt nicht in welchem. Ah, okay. Warte, das ist groß genug. So, ich muss ja sowieso einmal eine Testgranate hinwerfen. Nein. Wollte gerade sagen, treffe ich nicht oder was? Und ja, ich treffe halt nicht. Huch, den habe ich gar nicht so schnell realisiert. Bitte, bitte, Rosa. Nein, nur ein Baby-Borg. Oder Borg-Baby. Je nachdem, wie rum man es sagen möchte. Na gut. Dann gehe ich jetzt noch an den Schrank. Und an den da hinten. Und halt an die Kiste. Und dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Part. Gerade sieht aber so aus, dass ich das dann jetzt noch die nächsten zwei, drei Sachen so abziehen darf. Um halt überhaupt richtig was rauszureißen. Gerade erst recht diesen... Ah, warte mal. Skeks wollte ich ja nachgucken, ne? Geht halt wie in den Feier Albino, ne? No. Skeks. Okay, die sind da in seinem Labor-District, also da, wo wir schon gewesen sind. Iron Rail Rotent. Da ist das, okay. Warte. Okay, ich muss gucken, wo ich da wohin komme. Aber entweder war das hinten bei dem einen Portal oder hier oben bei dem einen Portal. BZW-Durchgang. Ich werde es ja dann sehen. Aber die anderen Dinger, das weiß ich ja, das sind ja die Skorpione. Und die sind ja in dem sumpfartigen Gebiet. So, die möchte ich bitte mal ganz kurz ablenken. Ja, 24 Iridium. Langsam und mühselig ernährt sich das Murmeltier. Boah, da habe ich mich nochmal gut gerettet irgendwie. Frag mich nicht wie. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich durch die Luft laufe, ne? Also, das hat die Hitbox anders gesetzt als die Textur. Oder ich laufe halt einfach auf einer Art Alpha-Mauer. Damit man da nicht irgendwie hochhüpft oder so. Keine Ahnung, was weiß ich denn. So, auf jeden Fall. Das sollte erstmal wieder gewesen sein. Wieder mit einem Sprung ende ich mal wieder. Ich gucke sogar nach. Ja. Von der Partlänge ist das schon ganz gut. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.